Kamera ausgeschalten habt, werdet ihr gar nicht ersichtlich sein. Also man sieht euch gar nicht in dieser Aufzeichnung. Und ja, wenn ihr Fragen habt, bitte stellt Fragen in den Chat. Einfach in den Chat hineinschreiben. Der Johannes wird es dann einfach moderieren. Das heißt, er wird entweder, wenn es reinpasst, dazwischen gleich das fragen. Und ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, nach der Präsentation mit der Daniela dann in den Frageprozess zu kommen und dass man dann ganz viele Fragen und Antworten bekommt. Jo, das war's. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächsten Tage und ich übergebe jetzt einmal noch an den Johannes. Und danke, Daniela, dass du heute bei uns dabei bist. Ja, danke für die liebe Moderation und einen schönen Nachmittag allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich habe mich schon sehr auf diesen Online-Workshop gefreut. Ja, von meiner Seite nochmal schön, dass ihr dabei seid. Ich darf euch die Daniela Kami vorstellen. Die Daniela Kami, es freut mich besonders, dass sie bei der Premiere von der Julung dabei ist. Daniela Kami ist die Leiterin vom Institut für Kinder- und Jugendphilosophie bei uns da im Karmeliterhof und sie lehrt auch am Institut für Philosophie an der KF-Uni Graz und wird heute eben rund ums Thema Klimawandel, Verantwortung und globale Gerechtigkeit einen Input geben. Es ist eigentlich eh schon alles gesagt und ich kann da nicht mehr viel ergänzen. Liebe Daniela, ich hätte vorgeschlagen, die Stage is yours und ich freue mich schon sehr auf deine Ausführungen. Ja, noch einmal einen schönen Nachmittag und ich freue mich, dass ihr alle da seid, obwohl das Wetter so schön ist. Eigentlich richtiges Badewetter. Ja, Klimawandel, Verantwortung und Gerechtigkeit ist ein wesentliches Thema auch für Philosophen und Philosophinnen. Was bedeutet das? Warum beschäftigt man sich mit dem Klimawandel als Philosoph oder als Philosophin? Es hat immer natürlich mit Verantwortung zu tun, mit Gerechtigkeit zu tun und wie wir handeln. Und wenn es ums Handeln geht und auch um gesellschaftliche und politische Herausforderungen, dann ist natürlich auch immer die Philosophie gefragt. Und was ich ganz gerne machen möchte, ist so ein bisschen so eine Einführung über den Klimawandel, dann etwas über Klimaethik, Klimagerechtigkeit zu erzählen. Aber ich möchte euch auch zwei kurze Videos präsentieren. Und das sind ganz interessante und spannende Überlegungen von Philosophen und Philosophinnen natürlich. Ja. Gleich am Anfang, Klimawandel, diese rasanten Entwicklungen durch Prozesse des Klimawandels, das ist ja nicht nur der Klimawandel, das hat ja mit Globalisierung, mit der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, mit der ganzen Technologie auch zu tun und natürlich auch mit unseren Handlungen. Und die stellen uns vor erhebliche gesellschaftliche, aber auch politische Herausforderungen. Und wenn man sich die Folgen des Klimawandels, die Ungleichverteilung der Schäden anschaut, dann wird man merken, dass es da unbedingte Auseinandersetzung geben muss. Und natürlich die Frage geht, wie ist die globale Gerechtigkeit? Und die globale Gerechtigkeit, warum spreche ich von globaler Gerechtigkeit? Wir haben jetzt ein Wirtschaftswachstum ohne Grenzen. Und es ist ein riesiges Ungleichheit zwischen Armen und Reichen. Durch die kriegerischen Konflikte, Rassismus, Unsicherheit und die Auswirkungen des Klimawandels geraten auf die Armen in der Welt also noch größere Schwierigkeiten zu. Und in dieser Welt sind ja sehr viele Ursachen für die Klimaungerechtigkeit. Und was sollen wir im Hinblick auf den Klimawandel tun und was sollen wir unterlassen, um die Ungleichheiten in und zwischen den Ländern zu verringern? Wie können wir gemeinsam globale Gerechtigkeit gestalten? Das wäre so eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Ja, der Klimawandel. Ja, was ist das eigentlich? Also das hat nicht nur mit dem Wetter zu tun. Es beinhaltet ja ganz viele Aspekte, nämlich an einem Ort mögliche Wetterzustände, also Niederschläge, Windmessungen. Aber es verändert sich natürlich das Klima immer. Das hat es auch immer schon gegeben. Aber der Planet
erwärmt sich jetzt viel schneller. Und die Meldungen über das, was passiert aus diesem Grund, sind eigentlich ungeheuerlich. Es ist das Aussterben von verschiedenen Arten. Es kommt zu Dürre, zu Stürmen, zu Überschwemmungen. Wir haben das alles meistens halt nur am Bildschirm verfolgt. Wir waren nicht so, gerade in den Industrieländern, waren wir nicht so beteiligt wie Menschen in den Entwicklungsländern. Also von beteiligt waren wir schon. Wir waren wesentliche Verursacher. Also insofern waren wir sehr wohl beteiligt. Aber wir haben diese Erwärmung des Planeten, die Auswirkungen, nicht so stark erlebt wie in den Entwicklungsländern. Und die Belastungen sind also für die Industrieländer sowohl räumlich als auch zeitlich schwer zu fassen. Das heißt, was man bemerkt, sie wirken sehr häufig fernab ihrer Quelle, dort, wo das eigentlich ausgelöst wird. Das heißt, es ist so eine Asymmetrie von Verursachung und Betroffenheit. Das heißt, die Entwicklungsländer sind wenig kausal beteiligt, aber am meisten von Klimaschäden bedroht. Und das muss uns eigentlich auch bewusst werden. Ja, es gibt da viele Untersuchungen und ich möchte jetzt nur auf eine eingehen. Das ist so ein Intergovernmental Panel über Climate Change. Das sind Untersuchungen von 2018. Und das Dokument zeigt, das könnt ihr auch abrufen und genau nachlesen, dass die Klimakatastrophen weltweit wirklich fatale Folgen haben. Und die schwersten sind natürlich der Anstieg des Meeresspiegels, die Intensität und Häufigkeit einiger Klima- und Wetterextreme, Dürre, Niederschlagsdefizite, starke Regenfälle in mehreren Regionen, Überschwemmungen. Aber auch es kommt zu Waldbränden, es ist Salzwasserinfiltrationen und so weiter. Also wir und die Erwärmung, die globale, um 1,5%. Ja, vielleicht wird es sagen, das wissen wir eh. Eigentlich ist das bekannt, wir hören das immer oft. Immer wieder in den Nachrichten, in den Zeitungen, in online, also im Fernsehen wird etwas gebracht. Aber ja, was kann man machen? Und ich muss auch sagen, es gibt natürlich auch Verschwörungstheorien, wo Menschen sagen, das geht mir eigentlich, hat es das eh immer gegeben, dass sich das Klima verändert. Was ist da jetzt anders? Das ist natürlich auch eine Strategie, dass man sich mit diesem Problem nicht beschäftigen muss. Und da gibt es Faktenleugner und die Faktenleugner haben wir ja nicht nur beim Klimawandel. Also, aber die überwältigende Mehrheit der Klimaforschung ist sich einig, dass sich das Klima verändert und dass vom Menschen verursachte Kohlendioxidemissionen diesen Prozess beeinflussen. Trotzdem wird in der Öffentlichkeit heftig darüber gestritten und so mancher lehnt diese These einfach ab. Also man hat eine Untersuchung gemacht in einem Fachmagazin Psychological Science, wo man versucht hat, die Einstellungen und Motivationen von Klimawandler, Leugnerinnen und Leugner mittels eines Online-Fragebogens zu untersuchen. Und es wurden 1145 vollständige Fragebögen ausgewertet und es war von der University of Western Australia und es nahmen aber natürlich nicht nur Klimawandelleugner teil, sondern einige Fragen zeigten auf, wie stark jemand bekannte Fakten zum Klimawandel anerkennt oder sie ablehnt. Also wir sehen, dass wir es da wieder mit Fake News oft zu tun haben. Deswegen ist es sehr wichtig und gerade beim Philosophieren geht es ja darum, und das ist auch eine Grundlage der Philosophie, um Reflexionsfähigkeit. Das heißt, dass man kritisch denken lernt, dass man nicht nur von einer Quelle Informationen nimmt aus dem Internet, sondern sich immer mehrere Quellen anschaut, die miteinander vergleicht und sehr kritisch mit Informationen umgeht. Denn auch das Internet, das übermittelt uns ja kein Wissen,
sondern nur Informationen. Und diese Informationen muss man immer wieder prüfen. Und das geht es natürlich auch, wenn es um verschiedene Untersuchungen geht, Studien geht. Also der vom Mensch gemachte Treibhauseffekt lässt sich heute nachweisen. Und die Folgen des Klimawandels sind ja spürbar. Und der Weltklimarat, Intergovernmental Panel on Climate Change, stellt klar, dass der menschliche Einfluss auf das Klimasystem eindeutig ist. Also an und für sich ist das ein Faktum und lässt sich auch nicht leugnen, obwohl das viele leugnen wollen. Eine globale Erwärmung um 2 Grad Celsius beziehungsweise neuerdings um 1,5 Grad über den vorindustriellen Wert wird eine gefährliche Störung des Klimasystems mit sich bringen. Naja, die schwerwiegenden Folgen haben Auswirkungen auf Flora, Fauna unseres Planeten, aber auch auf unser aller Leben. Ja, da sind nur einige Bilder, was das die Auswirkungen sind. Die Gletscher schmelzen, es kommt zur Dürre, viele Menschen müssen aus diesen Regionen fliehen. Ja, und der Müll und auch die Luftverschmutzung. Ja, das sind nur einige Bilder dazu. Die Frage ist, ist es schon zu spät? Is it too late? Aber die Befunde des Klimaproblems, das ist die Zunahme der mittleren globalen Temperaturen, überwiegend unerwünschte Veränderungen eben in Vegetation, Ernährungslage und Flächennutzung, die Erhöhung der Temperaturen. Ja, und kein Punkt erreicht ist, das heißt, die Vorläufer der klimatischen Parameter können unkalkulierbar werden und Katastrophen sind nicht auszuschließen. Ja, die Quelle der Temperaturerhöhung ist der Gehalt von Kohlendioxid in der Atmosphäre, aber natürlich auch durch die verschiedenen Gase, die relevant sind für den Treibhauseffekt. Also zum Beispiel mehr als die Hälfte des vom Menschen verursachten Effekts geht auf Kohlendioxid und Kohlenmonoxid zurück. Und beide entstehen bei der Verbrennung fossiler Energieträger wie Öl, Kohle und Gas. Vor allem in hohen Konzentrationen, außerdem relevant für den Treibhauseffekt, ist Methan. Dies entsteht in Landwirtschaft, Massentierhaltung, in Klärwerken und auf Mülldeponien. Also auch in Permafrostböden, also das sind Böden, die Dauerfrostböden, ist Methan erhalten. Wenn also die globale Temperatur steigt und die Permafrostböden auftauen, wird die Atmosphäre zusätzlich weiter angeheizt. Also ein Großteil der Methankonzentration stammt aus dem Magen von Wiederkäuern. Außerdem entsteht es beim Reisanbau. Ähnlich klimawirksam ist Lachgas, das ebenfalls in der Landwirtschaft entsteht, beispielsweise beim Abbau von Stickstoffverbindungen in den Böden. Stickstoff ist in den meisten gängigen Düngemitteln enthalten. Das sind nur einige Beispiele, die ich bringen wollte. Ja, der Anstieg des Kohlendioxidgehalts der Atmosphäre geht im Wesentlichen eben auf menschliche Aktivitäten zurück. Der Dieter Birnbacher, der hat ein Buch geschrieben zu Klimaethik. Er ist auch Philosoph und ich kann das Buch nur empfehlen. Es ist sehr spannend und interessant. Er schreibt von 3 Theorien. Also ich möchte jetzt nicht, sind bis jetzt Fragen aufgetaucht? Mag jemand eine Frage stellen vielleicht? Sonst mache ich einfach weiter. Also, genau, im Chat ist dabei nichts. Okay. Falls Fragen sind, bitte jederzeit gerne in den Chat hinein. Aber dabei ist nichts daneben. Ich mache einfach weiter, gell? Bitte drum. Also genau. Er spricht so, der Dieter Birnbacher, er war auch einige Male in Graz bei unserem Kongress und ist auch ein Wittgenstein-Fachmann, falls das jemanden interessiert. Aber er hat sich vor allem mit der Verantwortung für zukünftige Generationen beschäftigt. Da hat er auch ein kleines Buch geschrieben, das bei Reklam zu erhalten. Und dieses Buch aber, Klimaethik,
da hat er, ich nehme jetzt auch nur, ich stelle nur ein paar Theorien von ihm vor, es soll nicht zu langweilig sein. Also eine ideale Theorie, das heißt, die fragt, wie eine abstrakte, ethisch wünschenswerte Lösung aussehen könnte. Also wirklich eine ganz ideale Theorie, wobei hier von den realen Handlungsbeschränkungen abgesehen wird. Das wäre die eine Möglichkeit. Man macht einfach schöne, man erstellt ideale Theorien und die gibt es auch. Dann gibt es nicht ideale Theorien, wie die ideale Theorie unter realen Gegebenheiten in praxisnäheren Normen übersetzt werden könnte. Also Anwendung auf die Realbedingungen. Und dann gibt es sozusagen eine pragmatisch-strategische Ebene. Da geht es um die Durchsetzung der nicht idealen Normen unter den faktisch bestehenden Bedingungen. Und wir beschäftigen uns natürlich in der Klimaethik. Die Klimaethik ist ein Teil der Umweltethik. Und da beschäftigen wir uns auch mit den Handlungen in der Ethik. Wie können die Folgen des Klimawandels gerecht verteilt werden? Wer trägt über Verantwortung? Das heißt, Verantwortung auf internationaler Ebene, auf nationaler Ebene, auf lokaler Ebene und auf individueller Ebene. Also es ist nicht so, dass man sagt, da bin ich nicht beteiligt, weil auf einer der Ebenen, nämlich zum Beispiel auf der individuellen Ebene, ist jeder beteiligt. Ja, und was ist jetzt diese Umweltethik? Allgemein formuliert fragt man in der Umwelt- und Naturethik nach den Gründen und anderen Bedingungen, die das menschliche Handeln gegenüber der Natur bestimmen. Naja, die Umweltethik setzt voraus, dass menschliche Handeln erstens Einfluss auf die Natur besitzt und zweitens der Einsicht in Werte sowie der argumentativen Begründung von Normen zugänglich ist. Das heißt, einerseits geht es um den Einfluss in die Natur, aber zur Natur gehört natürlich der Mensch auch. Und dann, welche Werte haben wir überhaupt? Wie wissen wir überhaupt, ist es uns bewusst, von welchen Werten wir ausgehen? Wie entstehen Werte? Welche Werte hat jeder Einzelne? Wie verändern sich die Werte? Also das ist schon eine Überlegung. Und wie komme ich dazu, dass ich bestimmte Werte habe? Also welche Kriterien habe ich für meine, ja, auch für meine Argumente? Denn wenn ich Aussagen treffe, sollte ich die auch begründen. Und natürlich gibt es gesellschaftliche Normen, die sich aber auch ständig verändern. Das heißt, man muss da auch den Unterschied zwischen Werten und Normen machen. Norme wäre zum Beispiel, ja, eine Norm war, dass man sich die Hand gegeben hat. Jetzt in der Corona-Krise gibt man sich nicht die Hand. Also es war, aber auch in Japan hat man sich nie die Hand gegeben. Mein Kollege, der aus Japan einmal da war, hat einmal gesagt, er hat sich richtig geschreckt. Wer zum ersten Mal in Österreich war, hat ihm jemand eine Hand hingestreckt und er hat sich sozusagen, er hat gedacht, er wird irgendwie angegriffen. Das heißt, das sind Normen, die sich aber ständig verändern können. Die Norm war, dass man, was weiß ich, mit 21 großjährig war. Ja, das ist dann auch zum Gesetz, also oder dass man weggehen konnte bis bis 12, bis Mitternacht, wenn man 18 war. Die Normen waren dann auch, sind auch, das hat sich verändert, die Normen haben sich verändert und dadurch, dass sich die Normen verändert hat, nämlich die Jugendlichen immer früher weggegangen sind, hat sich dann auch die Gesetzeslage verändert. Also das geht ineinander und welche Werte haben wir? Was ist jetzt ein Wert? Wie handle ich und welches Kriterium habe ich? Zum Beispiel der Wert der Gerechtigkeit oder der Wert der Freiheit. Auch die Demokratie ist ein wesentlicher Wert. Ja. Philosophisch betrachtet spielen also ethische, sozial, politische, philosophische und wirtschaftsethische Argumente ebenfalls eine wichtige Rolle. Aber weshalb sollen wir die Umwelt schützen? Die Ethik antwortet auf die Frage, was wir tun sollen. Und zwar, sie gibt jetzt nicht vor, also es sind jetzt keine Gesetze oder Regeln, sondern es geht, gerade wenn es um Philosophie geht, um das eigene Denken, um das Bewusstwerden, wie man
dass man sich seiner Handlungen bewusst wird und dass man überlegt, welche Kriterien man dafür hat. Und zwar im Sinne eines unbedingten und nicht nur instrumentellen Sollens. Nicht, weil ich etwas soll, sondern wie komme ich dazu, was will ich und warum will ich das? Und ich muss das auch begründen. Aber es ist wichtig, darüber zu reflektieren. Und es ist vielleicht gerade im Philosophischen in einem Dialog. Wir haben heute leider keinen Dialog, weil wir nicht uns persönlich jetzt gegenübersetzen, was sehr schön wäre, so einen Dialog zu führen, wo einer auf die Ideen des anderen aufbauen kann. Da erkennen wir auch, dass zum Beispiel auch Werte wie Freundschaft vielleicht von verschiedenen Perspektiven gesehen werden kann oder auch Gerechtigkeit. Und auf das komme ich dann noch. Ja, bei der Umweltethik gibt es ja verschiedene Ansätze. Ich möchte es jetzt nicht so kompliziert machen. Es klingt vielleicht kompliziert, aber es ist gar nicht so kompliziert. Nur die Begrifflichkeiten sind vielleicht eudämonistischer Ansatz, konsequenzialistischer Ansatz, deontologischer Ansatz. Das klingt alles sehr kompliziert, ist es aber nicht. Das erkläre ich jetzt gleich. Es geht, da ist jetzt eine falsche Folie. Es geht, das sind jetzt, da ist jetzt eine falsche Folie. Das tut mir leid. Da muss ich das vielleicht, da geht es darum, dass es, kann ich da was einfügen? Hallo? Nein, das geht jetzt nicht mehr, Daniela. Das ist im PDF. Das ist im PDF, da kannst du jetzt nichts mehr reinfügen. Ja, macht nichts. Also genau. Da geht es eigentlich um das Glück. Wie könnte ich, das kommt vom Aristoteles, wie kann ich so einen Ansatz haben, dass ich mein Leben, ein gutes, glückliches Leben führe? Und da geht es also um dieses Glück, denn der konsequenzialistische Ansatz ist eigentlich, welche Konsequenzen haben meine Handlungen? Da geht es eher, welche Konsequenzen haben die Handlungen für die Mehrheit? Das ist auch unter der deontologische Ansatz, welche Pflichten und Rechte habe ich, wenn ich bestimmte Handlungen ausführe? Also um zu verstehen, also das sind verschiedene Ansätze, da kann ich aber auch noch näher darauf eingehen. Wenn man sich anschaut, wenn man versucht zu verstehen, warum der Klimawandel auch so bedeutend ist, wie wir mit ihm umgehen sollen, gilt es zu klären, welche Zukunft eigentlich wir für die Menschen anstreben und in welchem Zustand wir die Erde den nachfolgenden Generationen hinterlassen möchten. Und da gibt es natürlich, ich habe ja von Gerechtigkeit gesprochen, und Gerechtigkeit, da gibt es sehr viele Theorien, und da geht es, wie kann ich gerecht verteilen? Wie ist das im internationalen Bereich, aber auch im nationalen Bereich? Wie hat historische Gerechtigkeit ausgeschaut? Und was versteht man unter Generationengerechtigkeit? Das sind alles große Bereiche, mit denen sich die Philosophie auch beschäftigt. Also sollten wir künftige Generationen in unsere ethischen Entscheidungen mit einbeziehen? Inwieweit sollen bestimmte negative und irreversible Folgen nach einer Abwägung mit Gegenwartsinteressen abgewendet und hingenommen werden? Und worin besteht der Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und dem Ruf nach Gerechtigkeit? Wie ist das überhaupt zu sehen? In welchem Zusammenhang? Und wer von den heute Lebenden ist für historische Emissionen verantwortlich und damit auch für die Konsequenzen? Was sollen wir im Hinblick auf den Klimawandel tun und was unterlassen, um die Ungleichheit in und zwischen den Ländern zu verringern? Und wie können wir gemeinsam globale Gerechtigkeit gestalten? Das sind so viele Fragen und wir werden uns, ich möchte da vielleicht die Martha Nussbaum erwähnen. Das ist eine Philosophin, einerseits eine politische Philosophin, sie hat sich sehr viel mit Gerechtigkeit beschäftigt und hat ein Buch geschrieben über das Nicht für den Profit, warum Demokratie Bildung braucht. Und zwar geht sie darauf ein, dass eigentlich bei uns immer alles schneller wird, man muss einfach immer mehr verdienen, es sollte immer alles besser, schneller, mehr sein. Aber
wie steht es eigentlich mit dem Wohlbefinden? Und das Wohlbefinden, das sollte eigentlich, das Wohlbefinden der Menschen sollte eigentlich im Mittelpunkt stehen. Und deswegen ist es auch wesentlich, und dass man sich mit dem Wohlergehen der Gesellschaft auseinandersetzt und vielleicht das Wachstum der Wirtschaft nicht immer im Vordergrund steht. Das heißt, große Bereiche kulturellen, gesellschaftlichen Lebens zählen also so nicht mehr. Sie müssen eigentlich immer langsamer werden. Sie sollen nicht so eine hohe Priorität haben. Und sie stellt Literatur, Musik, aber auch Kunst, aber auch Philosophie in einen Mittelpunkt der Bildung. Und es ist ja oft so, dass gerade diese Fähigkeiten, die man durch also künstlerische, literarische, philosophische Fähigkeiten eher zu kurz kommen. Aber das ist auch notwendig, für das Wohlbefinden. Und deswegen gehört da ein Umdenken. Und sie hat einen mit Amartya Sen, der den Nobelpreis bekommen hat für Ökonomie, den Capability Approach entwickelt. Auf den komme ich dann noch, nämlich wie schauen die Fähigkeiten aus, die man erlangen sollte und vor allem in der Bildung, im Bildungsbereich gefördert werden sollten. Und das hat auch mit globaler Gerechtigkeit hinsichtlich des Klimawandels zu tun. Und ich möchte jetzt einen kleinen Film zeigen. Das ist ein Video von John Rawls, ein Gedankenexperiment. Was ist jetzt ein Gedankenexperiment? Das möchte ich vielleicht, bevor ich den Film noch einspiele, kurz erklären, was ein Gedankenexperiment ist und wofür wir es brauchen. Also in der Wissenschaft macht man Gedankenexperimente. Aber wenn Sie in der Schule sind, wenn Sie im Kindergarten sind, werden Sie merken, dass Kinder ständig Gedankenexperimente selbst machen. Was wäre, wenn wir nur Wolken sehen würden? Was wäre, wenn es nur Nebel auf der Erde gäbe? Was wäre, wenn ich fliegen könnte? Also Gedankenexperimente sind ein didaktisches Instrument. Und ein ganz bekanntes Gedankenexperiment ist von John Rawls, der Schleier des Nichtwissens. Aber vorerst wollte ich Ihnen noch genauer sagen, wofür Gedankenexperimente sind. Sie werden auch in den Naturwissenschaften immer wieder gemacht. Ernst Mach hat als Physiker eines der ersten Gedankenexperimente gemacht. Gedankenexperimente fordern den Menschen auf, bestimmte Annahmen zu machen, sie zu analysieren und zu prüfen. Sie sind auch hilfreich beim Abschätzen von Folgen und Konsequenzen. Weil was wäre, wenn ich fliegen könnte? Ja? Also da lassen sich Menschen Szenarien entwickeln, die es nicht gibt. Also Gedankenexperimente beschäftigen sich mit Gedanken, mit kreativen Gedanken, mit Hypothesen, also mit Dingen, die es nicht gibt. Gedankenexperimente können anregen, über verschiedene Themen intensiv nachzudenken. Sei es Verantwortung, Gerechtigkeit, Regeln, Grenzen, Gesetze, Glück. Und sie helfen, Denkbarrieren zu überwinden, stereotype Betrachtungsweisen aufzubrechen, Dinge und Sachverhalte in einem ganz neuen Licht zu sehen. Also das wäre so, aber am besten wir schauen uns das an. Und inwieweit kann John Rawls Schleier des Nichtwissens auf die Herausforderungen hinsichtlich der Generationengerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit angewendet werden? Die reichsten Schweizer. Nur 1% der Bevölkerung besitzen knapp die Hälfte des Vermögens aller Schweizer zusammen. Die Chance, dass ein Akademikerkind eine Hochschule besucht, ist in der Schweiz 1,5 Mal höher als die eines Nicht-Akademikerkindes.
Frauen verdienen in der Schweiz für den gleichen Job im Schnitt 20% weniger als Männer. Ist das gerecht? Wie müsste eine Welt beschaffen sein, in der echte Gerechtigkeit herrscht? Stell dir vor, du kannst gemeinsam mit anderen festlegen, wie eine gerechte Gesellschaft auszusehen hat. Welche Güter verteilt ihr wie? Wer hat welche Rechte? Wer kriegt den Spitzenjob, den nur einer haben kann? Was ist ein gerechter Lohn? Ihr diskutiert und diskutiert und entwerft die gerechte Welt. Damit eure Entscheide nicht parteiisch ausfallen und ihr nicht einen Staat zu euren Gunsten entwerft, wird euch ein Schleier des Nichtwissens umgebunden. Hinter dem Schleier wisst ihr nicht, werde ich in dieser Welt eine Frau sein? Oder ein Mann? Werde ich in einer wohlsituierten Akademikerfamilie aufwachsen? Oder als Kind einer mittellosen Migrantenfamilie? Lebe ich in der Stadt? Oder auf dem Land? Ohne oder mit Kindern? Bin ich sportlich? Oder eher nicht? Religiös? Oder atheistisch? Keine Ahnung. Ihr macht die Spielregeln, wisst aber nicht, an welcher Position ihr später spielen werdet. In diesem Urzustand werdet ihr euch auf wenige Prinzipien einigen, die eine gerechte Gesellschaft ausmachen. Das meint John Rawls, der Erfinder dieses Gedankenexperiments. Er glaubt, ihr entscheidet euch hinter dem Schleier des Nichtwissens für eine Gesellschaft, in der es den am schlechtesten Gestellten möglichst gut geht. Denn ihr könntet ja in dieser Position sein. Dieses sogenannte Differenzprinzip behauptet, selbst Ungleichheiten können gerecht sein. Nämlich dann, wenn sie denjenigen zugutekommen, die am wenigsten haben. Das heißt, der CEO einer Großbank darf sich ohne schlechtes Gewissen einen exorbitanten Lohn auszahlen. Wenn auch der Angestellte am Bankschalter mehr verdient. Gegen Ungleichheit kann man nichts sagen, solange alle davon profitieren. Stimmt das? Was ist gerecht? Das war dieses eine Gedankenexperiment von John Rawls. Also, wie soll ein Staat aufgebaut werden? Wie viel Gleichheit braucht es dazu? Und was ist überhaupt Gerechtigkeit? Ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht diese Fragen sind. Sonst würde ich noch ein kurzes Video zeigen, damit man weiß, wer das überhaupt ist, John Rawls. Ist das okay? Oder sind Fragen? Es sind dabei noch keine Fragen, aber ich möchte noch einmal die Einladung an alle stellen oder an alle weitergeben, die Fragen in den Chat zu stellen. Ihr könnt es auch gern selbst entmuten und jetzt fragen. Aber Daniela, zurzeit ist nichts drinnen und von dem her bitte ich dich um Fortführung. Dann mache ich einfach, nur damit man mal weiß, wer ist John Rawls. Da ist am Anfang, glaube ich, eine Werbung, die muss man dann... Es gibt ja so zwei Arten auf der Welt. Die einen sind gut im Job, die anderen sind eher Mittelmaß oder sind Pfeifen. Die einen, die kriegen Kunden automatisch. Das ist eine Werbung, tut mir leid. Many of us feel that our societies are a little or even plain totally unfair. But we have a hard time explaining our sense of injustice to the powers that be in a way that sounds rational and without personal pique or bitterness. That's why we need John Rawls, a 20th century American philosopher who provides us with a fail-proof model for identifying what truly might be unfair and how we might gather support for fixing things. Born in Baltimore, Maryland, USA in 1921, Rawls, nicknamed Jack, was exposed and responded to the injustices of the modern world from a very young age. As a child, he witnessed at first hand shocking poverty in the United States, the death of his brothers from an illness he unwittingly transmitted to them, and the horrors and lawlessness of the Second World War. All this inspired him to go into academia. He wanted to use the power of ideas to change the unjust world he was living in.
It was the publication of A Theory of Justice in 1971 that properly made Rawls his name. Having read and widely discussed this book, Bill Clinton was to label Rawls the greatest political philosopher of the 20th century and had him over to the White House for dinner on a regular basis. What then does this exemplar of fairness have to tell the modern world? Firstly, that things as they are now are patently unfair. The statistics all point to the radical unfairness of society. Comparative charts of life expectancy and income projections direct us to a single overwhelming moral. But day to day, it can be hard to take this unfairness seriously, especially in relation to our own lives. That's because so many voices are on hand telling us that if we work hard and have ambition, we can make it. Rawls was deeply aware of how the American dream seeped through the political system and into individual hearts, and he knew its corrosive, regressive influence. He was a statistician who knew that the rags-to-riches tales were overall so negligible as not to warrant serious attention by political theorists. Indeed, mentioning them was merely a clever political sleight of hand designed to prevent the powerful from having to undertake the necessary task of reforming society from top to bottom. Rawls understood that debates about unfairness and what to do about it often get bogged down in arcane details and petty squabbling, which mean that year after year, nothing quite gets done. What Rawls was therefore after was a simple, economical, and polemical way to show people how their societies were unfair and what they might do about it. Imagine if you were not you. Rawls intuitively understood that a lot of the reason why societies don't become fairer is that those who benefit from current injustice are spared the need to think too hard about what it would have been like to be born in different circumstances. So he devised one of the greatest thought experiments in the history of political thought. He called it the veil of ignorance. Rawls asks us to imagine ourselves in a conscious, intelligent state before our own birth, but without any knowledge of what circumstances we're going to be born into, our futures shrouded by a veil of ignorance. Hovering high above the planet, Rawls was fascinated by the Apollo space program. We wouldn't know what sort of parents we'd have, what our neighborhoods would be like, how the schools would perform, what the local hospital could do for us, and how the police and judicial systems might treat us, and so on. The question that Rawls asks us all to contemplate is, if we knew nothing about where we'd end up, what sort of a society would it feel safe to enter? The veil of ignorance stops us thinking about all those who've done quite well and draws our attention to the appalling risks involved in entering, for example, US society as if it were a lottery, without knowing if you'd wind up the child of an orthodontist in Scottsdale, Arizona, or as the offspring of a black single mother in the rougher bits of eastern Detroit. Would any sane birth lottery player really want to take the gamble of ending up in the society we now have? Probably not. They'd insist that the rules of the entire game had to be changed. Otherwise, it would be too risky. You know what needs to be fixed. Rawls answers the question for us. Any sane participant of the Veil of Ignorance experiment is going to want a society with a number of things in place. They'll want the schools to be very good, the hospitals to function brilliantly, unimpeachable and fair access to the law, and decent housing for everyone. The veil of ignorance forces observers to accept that the country they'd really want to be born randomly into would almost certainly be a version of, say, Switzerland or Denmark. In other words, we know what sort of a society we want to live in. We just haven't focused on it properly until now because the choices have already been made. Rawls' experiment allows us to think more objectively about what a fair society looks like in its details. When addressing major decisions about the allocation of resources, we need only ask ourselves, how would I feel about this issue if I was stuck behind the veil of ignorance? The fair answer emerges directly when we contemplate what we'd need to do in order still to be adequately positioned in the worst-case scenario. What to do next? A lot will depend on what's wrong with your society. In this sense, Rawls was usefully undoctrinaire. He recognized that the veil of ignorance experiment throws up different issues in different contexts. In some, the priority might be to fix air pollution, in others, the school system. But crucially, Rawls provides us with a tool to critique our current societies based on a beautifully simple experiment. We'll know we've finally made our societies fair when we'll be able to say, in all honesty, from a position of imaginary ignorance before our births, that yes, we simply wouldn't mind at all what kind of circumstances our future parents might have and what sort of neighborhoods we might be born into.
The fact that we simply couldn't sanely take on such a challenge now is a measure of how deeply unfair things remain, and therefore of how much we still have left to achieve. All this, John Rawls has helped us to see. Ja, das war so eine Einleitung. Es war sehr schlimm, dass das auf Englisch war. Also für meine Begriffe nicht. Bei mir ist eine Frage aufgetaucht, Daniela, und zwar zu den beiden Videos. Dieses Gedankenexperiment, mehr oder weniger, hat ja meistens zum Ergebnis, das ist ja dargestellt worden, dass eigentlich Fairness mehr oder eine größere Fairness erwünscht wäre bei der Gesellschaft. Und die Frage, die ich jetzt habe, ist ja, was hindert die Gesellschaft dann daran, das auch so umzusetzen? Oder ist es dann die Ökonomie, die da ins Spiel kommt, die das verhindert? Ich glaube, es sind so viele verschiedene, es ist so ein komplexes System, es sind so viele verschiedene Ebenen. Wie gesagt, die internationale, die nationale, die lokale und die individuelle Ebene. Und ich hätte so einen Vorschlag, man könnte vielleicht auch, und das kann man auch mit Jugendlichen, das können aber auch wir machen, zum Beispiel so ein Arbeitsblatt erstellen, wo man sich überlegt, was wäre möglich auf internationaler Ebene zwischen Staaten oder gemeinsamen Akteuren von mehreren Staaten, was kann man machen auf nationaler Ebene, die Akteure innerhalb eines Staates oder der Staatsregierung selbst, auf lokaler Ebene, Akteure in einer Stadt, in einer Gemeinde und dann auf individueller Ebene. Ich selbst als Konsumentin, als engagierte Bürgerin zum Beispiel, was kann ich machen? Und insofern sind es Handlungsbeispiele, die man entwickeln könnte. Man könnte es auch mit einer Gruppe von Jugendlichen machen, mit Erwachsenen machen. Also ich glaube, da könnte jeder etwas beitragen. Und natürlich müssen wir reflektieren darüber und Informationen bekommen, von wo wir ausgehen und was wir uns jetzt vornehmen. Weil alles auf einmal kann man nicht, weil es so komplex ist. Man kann sich immer nur vielleicht eine Ebene mal anschauen und dann die nächste Ebene und schauen, was wäre da zu tun. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt beantwortet habe. Auf jeden Fall, danke. Ja, also das wäre so eine Überlegung halt dazu. Und ich glaube, das wären auch interessante Diskussionen. Es tut mir so leid, dass wir uns nicht alle sehen und persönlich gegenüber sitzen, weil dann könnten wir natürlich ein philosophisches Gespräch auch jetzt führen, was Gerechtigkeit ist und was der Unterschied zwischen Fairness und Gerechtigkeit ist. Da würden wir, das Interessante dann bei einem philosophischen Gespräch ist natürlich, dass man viele verschiedene Argumente, Positionen und diese Vielfalt erfährt, wo einer auf die Ideen des anderen aufbauen kann. Soll ich schon weitermachen oder es sind Fragen? Bitte, ja. Bitte. Also die Idee der Gerechtigkeit ist ja nicht nur von John Rawls. Das ist zwar eine sehr, sehr wichtige Gerechtigkeitstheorie, die also sehr viel zu Reflexionen geführt hat. Aber John Rawls wurde also vom Clinton eingeladen und so weiter. Das ist eh gesagt worden. Das heißt, sogar die Politik hat sich da, einige Politiker haben sich damit auseinandergesetzt. Und das wollen natürlich auch Philosophen, dass man das nicht nur in Theorien irgendwo in einem Buch wiedergegeben wird oder dass das Studierende oder Philosophie die Schüler in der Schule irgendwas wiederholen, sondern es geht ja darum, dass Theorien dann vielleicht auch umgesetzt werden, dass man dass einen das zum Nachdenken bringt, vor allem diese Gedankenexperimente. Welche Konsequenzen, welche Folgen, welche Szenarien könnte ich selber entwickeln? Welches Gedankenexperiment kann ich selber machen? Und wie schauen die Grenzen aus der Gerechtigkeit? Damit hat sich die Martha Nussbaum auch beschäftigt, die habe ich ja schon erwähnt. Auch die Grenzen der Gerechtigkeit, wie schaut es dann aus? Ist die Grenze die Nationalität, die Spezieszugehörigkeit? Wie ist es, wenn man eine Behinderung hat? Also, aber auch bei nichtmenschlichen Lebewesen, wie ist es da mit Gerechtigkeit? Wo sind da die Grenzen der Gerechtigkeit?
der Umgang mit Tieren und unsere Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit. Sie geht also da weiter in ihrem Buch Die Grenzen der Gerechtigkeit, das bei Suhrkamp da erschienen ist. Ich möchte aber Amartya Sen erwähnen. Das ist ganz wichtig. Er ist ein indischer Wirtschaftswissenschaftler. Amartya Sen hat den Nobelpreis 1998 für Ökonomie bekommen und heuer war Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Und er hat ein großes Thema, nämlich auch Gerechtigkeit. Anders als John Rawls geht er eher von den Fähigkeiten des Menschen aus. John Rawls geht auch von den Ressourcen mehr aus. Also Rawls geht mehr von den Ressourcen aus. Das heißt, diese Ungerechtigkeiten, dass die einen sozusagen mehr einen besseren finanziellen Hintergrund, eine bessere soziale Stellung haben. Der Amartya Sen geht von den Fähigkeiten, die ein Mensch hat, aus. Denn diese Fähigkeiten müssen unbedingt gefördert werden von jedem. Denn jeder Mensch hat Fähigkeiten und auch Talente. Und man muss sie halt entdecken. Und wie kann man... was ist und wie erlangt man soziale Gerechtigkeit für das Individuum in seinen jeweiligen gesellschaftlichen Kontext? Und das Wesentliche bei ihm ist natürlich die Demokratie. Die Demokratie, die Voraussetzung ist für die soziale Gerechtigkeit, und zwar die liberale Demokratie. Und zwar, da spielt natürlich die Freiheit, Informations-, Meinungs-, Redefreiheit eine ganz große Rolle, denn erst das ermöglicht persönliche Entwicklung. Aber man kann auch besser kreativ sein, wenn man frei arbeiten kann, auch im wissenschaftlichen Bereich. Das hat nicht nur mit der persönlichen Entwicklung zu tun. Hinzu kommen also ganz wichtige Faktoren wie Bildung und das soziale Umfeld. Also Bildung ist was ganz Wesentliches. Und das ist man nennt es auch a Capability Approach, der Befähigungsansatz. Das ist ein globaler, pragmatisch orientierter Ansatz zum Verständnis von Freiheit und Gerechtigkeit. Sein Ansatz ist also, Gerechtigkeit zu schaffen und Ungerechtigkeiten zu reduzieren. Seinen Ansatz bilden zwei Grundsätze. Das ist ganz wichtig, die Freiheit, ein gutes Leben zu führen, also deswegen auch liberale Demokratie. Und diese bemisst sich an den Fähigkeiten der Menschen, also daran, ob die Menschen in der Lage sind, zu tun, was ihnen mit guten Gründen wichtig ist. Das heißt, dass sie natürlich fähig sein müssen, zu reflektieren, was gute Gründe sind, welche Kriterien sie haben für ihre Handlungen. Und Martha Nussbaum, die mit ihm zusammengearbeitet hat, hat dann ganze Kataloge von Capabilities, von Fähigkeiten aufgestellt, die in Schulen, in Bildungssystemen gefördert werden sollten. Naja, das würde ich jetzt übergehen, weil ich glaube, das ist dann zu viel. Es sind die Fragen, was sind jetzt Verantwortlichkeiten eines Einzelnen, vor allem auch die Verantwortung der Regierungen, also der Einzelnen wie auch die ganzen Ebenen, die ich genannt habe, was sind die vor uns liegenden Herausforderungen, die ja jedes Mal eigentlich täglich sich verändern, diese Herausforderungen. Wenn man jetzt an die Corona-Krise denkt, sind wieder ganz andere Herausforderungen. Welche moralischen Verpflichtungen, wenn überhaupt, haben wir in Bezug auf die globale Erwärmung? Ja, wie können wir die biologische Vielfalt erhalten? Welche Maßnahmen können gesetzt werden zur Bekämpfung des Klimawandels? Und wie können wir Ökosysteme schützen, wiederherstellen oder ihren nachhaltigen Nutzen fördern? Also es sind unendlich viele Fragen. Das ist ein ganz komplexes Thema. Und man könnte ganz, ganz viele Arbeitskreise machen, wo sich jeder mit einem bestimmten Thema beschäftigt. Wir haben ja da auch die Sustainable Development Goals, 17 an der Zahl, wo es um, dass es keine Armut mehr gibt, das sind alles Ziele, die man sich gesetzt hat für aktuelle Entwicklungen, dass die Menschen nicht mehr hungern, dass es also Wohlbefinden gibt, dass die Bildung, die qualitätsvolle Bildung gefördert wird,
natürlich auch die Geschlechtergerechtigkeit. Dann Wasser ist auch ein großes Thema, reines Wasser, dass man auch nicht Wasser kaufen muss. Wem gehört das Wasser? Kann man auch sagen, wem gehört das Klima? Wem gehört die Sonne? Also man könnte solche Fragen stellen. Dann geht es um natürlich um Energie, um ökonomisches Wachstum, um die Industrie und Infrastruktur, ja, um die Ungleichheiten zu reduzieren, Nachhaltigkeit und Gemeinden, die Verantwortung des Konsums, wenn man einkaufen geht zum Beispiel, wie wähle ich aus, nehme ich, dass das mir in Plastik verpackt ist oder schaue ich auch, dass ich vielleicht etwas nehme, das nicht so verpackt ist, das vielleicht regionaler produziert worden ist oder nehme ich einfach das Erstbeste, weil es mir schmeckt und weil es günstig ist. Also es ist, hängt von unserem Verhalten, von unserem Handeln ab. Natürlich die ganzen Klimawandelaktionen, dann das Leben auch unter Wasser, das Leben am Land, dann Frieden und Gerechtigkeit und starke Institutionen, das heißt auch starke NGOs, zivilgesellschaftliche Institutionen und ja, Partnerschaften für diese Ziele. Das sind aber internationale Partnerschaften, die auch erwünscht und gefragt sind, denn wir sind nicht nur allein auf dieser Welt, nur in einem Land, sondern ist so komplex, diese globale Welt, dass man auch natürlich das Ziel hat, globale Gerechtigkeit. Und das umgehende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und die Auswirkungen, also Klimaschutz der nationalen Politik, Wissenstransfer, Klimaschutz verbessern, die Maßnahmen umsetzen und Widerstandskraft stärken. Ja, das sind also Wünsche, das werden Sie vielleicht kennen. Also wir müssen eigentlich lernen, da zu sein auf dem Planeten, weil wir es gedankenlos genießen, wir eigentlich die Vorteile der Globalisierung. Die Klimakrise und politische Bewegungen wie Fridays for Future haben uns aber nachdrücklich daran erinnert, dass er dabei auf Kosten der großen Masse der Ärmsten auf der Welt und auf Kosten der künftigen Generationen leben. Entsprechende Konsequenzen hat diese vage Einsicht also bislang noch nicht unbedingt gezeigt. Was können wir tun? Ja, schließlich, wenn wir uns jetzt an unsere Situation, die wir jetzt haben, erinnern, hat uns die jetzige Pandemie zu einer tieferen Erkenntnis geführt? Das könnte man fragen. Schließlich haben wir uns eigentlich in wenigen Tagen zu drastischen Maßnahmen durchgerungen. Und wenn wir eine Zukunft haben wollen, müssen wir also lernen zu leben, teilzuhaben, zu kommunizieren und ein Gefühl der Gemeinsamkeit zu entwickeln. Also nicht nur einer Kultur anzugehören, sondern die Erde ist uns sozusagen Erde ist eigentlich unser Zuhause. Und wenn die Corona-Krise dazu dient, diese Einsicht zu verbreiten, dann haben wir wohl das Beste daraus gemacht, was man aus so einer Katastrophe machen kann. Ja, was können wir tun? Also einen Vorschlag hätte ich, sind jetzt noch Fragen, oder kann ich diesen Vorschlag, soll ich zuerst noch vielleicht kurz erwähnen? Da wäre keine Fragen, weil das wäre meine Frage gewesen, was können wir tun? Ich glaube, es passt ganz gut. Also was können wir tun? Ich habe ja schon gesagt, also man könnte gemeinsam überlegen, auf welchen Ebenen man was machen könnte. Da könnten wir auch so ein Arbeitsblatt machen und gemeinsam wirklich darüber nachdenken und reflektieren. Aber man könnte auch sich kreativ mit Nachhaltigkeit, dem Klimawandel, den Auswirkungen des Klimawandels auseinandersetzen. Neues, kreatives, innovatives entstehen lassen. Also eine Möglichkeit wäre Kunst, neue Bilder, aber auch eine neue Sprache könnten helfen, auch wissenschaftliche Fakten einem breiten Publikum näher zu bringen, mit dem Ziel, Bewusstsein für Klimawandel zu schärfen. Also wie kann ich das, was sozusagen auch die Fakten sind, die wissenschaftlichen Fakten, übersetzen in ein Plakat, in ein Bild, in einen Comic. Ich könnte Fotos machen, ein Logo entwerfen, eine Zeichnung, ein Video machen, einen Text schreiben, ein Gedicht, ein Poetry Slam, eine Geschichte. Man kann der Fantasie wirklich freien Lauf lassen und einfach aktiv dazu beitragen. Natürlich auch die eigene Reflexion über das eigene Handeln als Konsumentin, als Bürgerin,
Und natürlich meine ich beim Bürgerin meine ich auch Weltbürger und Weltbürgerin, nicht nur so im nationalen Sinne. Man kann, ich habe mir gedacht, wenn man Ideen hat und Unterlagen, ihr könntet es uns schicken. Wir haben im Herbst einen größeren Kongress. Nicht so groß, wie wir ihn geplant haben, weil aus vielen Ländern Menschen nicht zu uns nach Österreich kommen können im heurigen Jahr. Aber wir haben einen Kongress an der Uni in Graz. Ich bin ja am Institut für Philosophie. Erwartungen an Demokratien, das Zeitalter der Digitalisierung und Ökologie. Und da haben wir gedacht, könnten wir eine kleine Ausstellung machen. Und vielleicht ist es möglich, wenn Sie Ideen haben, und uns Unterlagen zu schicken. Also alle sind sehr herzlich eingeladen zu unserem internationalen Kongress, der im Meerschweinschlössl der Universität Graz stattfindet. Gerne hätte ich mich auch persönlich noch so richtig im philosophischen Dialog mit euch getroffen, wirklich auch persönlich getroffen, damit man einen Dialog führen kann. Und das würde mich sehr freuen. Vielleicht ist das bald wieder möglich. Und ich würde mich sehr freuen, dass man nicht nur jetzt so online etwas macht, sondern diese persönliche Auseinandersetzung und den Dialog vor allem fördert. Das wäre ein großer Wunsch. Ja, vielleicht noch ein Zitat am Schluss. Was die Zukunft betrifft, so geht es nicht darum, sie vorherzusehen, sondern sie überhaupt möglich zu machen. Und das ist von Saint-Exupéry, der ja den kleinen Prinzen geschrieben hat. Das war schon 1948, hat er darüber nachgedacht. Ja. Ja, liebe Daniela, vielen Dank. Es war eine Punktlandung. Wir haben 2:58. Eine kleine Frage wird sich noch ausgehen, wenn jemand... Ich würde mich freuen, wenn Fragen gestellt werden. Aber ich bin gerne auch bereit, also einmal dass wir einen Dialog führen könnten und wirklich ja. So... Und es war natürlich auch sehr, sehr viel Information, und das kann natürlich auch sein, wenn ihr jetzt quasi euch ausklingt aus diesem Zoom-Meeting und euch dann am Abend oder morgen nach dem Aufstehen, wenn ihr mal drüber geschlafen habt, eine Frage einfällt, ist natürlich die Möglichkeit, uns die oder der Daniela direkt per E-Mail zu schicken, ja, und auch so in Kontakt zu treten. Von meiner Seite aus vielleicht noch die Frage, Daniela, es sind ja doch ein paar Philosophie-Rookies jetzt bei uns in der Runde dabei. Ja. Und gerade wenn es darum geht, mit Jugendlichen ins philosophische Gespräch zu kommen oder so ein bisschen zumindest in die Richtung zu kommen, rund ums Thema Klimawandel, globale Gerechtigkeit, was wären so diese Eckpunkte, die man berücksichtigen sollte jetzt als Betreuungsperson, als Bezugsperson von den Jugendlichen? Dass man vor allem Fragen fördert, das Fragenstellen fördert, das kritische Denken fördert, das kreative Denken, Gedankenexperimente macht, also genau zuhört und dort ansetzt in der Sprache der Teilnehmenden, sei es jetzt Jugendliche, Kinder oder Erwachsene, und da weiterfragt. Sokrates hat ja Menschen so gefragt, dass sie zum eigenen Denken verführt worden sind. Und das Philosophieren besteht ja dann aus der Kunst des Fragens, Menschen zum eigenen Denken zu verführen. Und wenn wir jetzt einen Dialog gehabt hätten, hätten wir das üben können. Leider war das nicht der Fall, aber wir können es nachholen. Mit Sicherheit, und man kann es ja vielleicht so zusammenfassen, bleibt neugierig. Auch den Jugendlichen gegenüber, den Ideen von Jugendlichen gegenüber, bleibt offen und kommt mit ihnen ins Gespräch. Und vielleicht in einen Dialog, weil das ist ein bisschen was anderes als ein Gespräch. Beim Dialog geht es also sehr wohl, also nicht, dass man immer wieder als, vielleicht, wenn du sagst, als Gesprächs, wir sagen Facilitator, jemand, der das Gespräch begleitet. Das ist kein Leiter oder keine Leiterin, sondern ein Facilitator, wo man sozusagen ausgeht von den Erfahrungen der Teilnehmenden und dort ansetzt. Wäre auch ein ganz spannendes Thema, eben genau diese Dialogführung oder die Facilitator-Tätigkeit. Ja. Aber liebe Daniela, das müssen wir aufs nächste Mal verschieben. Viel Übung. Das geht nicht in einer Stunde. Das ist oft jahrelange Übung. Ja. Und ich bin mir sicher, dass ich hoffe, in baldiger Zeit wieder mal auch eine Möglichkeit ergibt, das in einer persönlichen Fortbildung oder so, vielleicht eventuell anzubieten.
Schön. Und wenn Fragen sind, ich stehe gern zur Verfügung. Man kann es mir schicken. Man kann vorbeikommen am Karmeliterhof. Ja, wir sind im zweiten Stock. Die Mailadresse ist kinderphilosophie@aon.at. Und man kann auch persönlich vorbeikommen. Wir könnten auch was vereinbaren, irgendwie philosophische Workshops. Also jederzeit. Bitte. Großartig. Ich habe die Mailadresse auch im Chat jetzt drinnen. Herzlich, ihr könnt sie gerne rauskopieren. Liebe Daniela, herzlichen Dank für diesen spannenden Input von deiner Seite. Wirklich großartig. Ich glaube, wir haben sehr viel mitnehmen können. Danke euch allen fürs Dabeisein, fürs Dabeibleiben. Schön, dass ihr bei der Julung mitgemacht habt. Morgen geht es weiter zur gleichen Zeit. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder zu uns dazustoßt. Und morgen geht es eben ums Thema Ehre und Ehrenkulturen. Auch ein sehr spannendes, ein sehr, sehr aktuelles Thema, wenn man auch so die aktuellen Meldungen verfolgt. Und zwar wird da das Team Heroes bei uns zu Gast sein in unserer Zoom-Online-Fortbildung. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Restnachmittag. Genießt das schöne Wetter, solange es noch da ist. Wir hoffen jetzt vielleicht sogar jetzt schon die Möglichkeit rauszugehen, um die Arbeit zu beenden. Wie gesagt, einen wunderschönen Nachmittag und bis morgen. Vielen Dank. Danke für die liebe Moderation. Dankeschön. Und danke allen Teilnehmenden für die Geduld. Danke.